Waldhüter und sind heute unterwegs von Bayreuth nach Lindenhardt zur Rothmannquelle und dann geht's weiter nach Greusen. Dürften so um die 30 Kilometer sein. Wir gucken zu Hause nochmal genau nach, aber kommt 35, hin. 30. Kommt hin. Mehr als das letzte Mal. Der Rucksack ist auch schwerer als das letzte Mal. 15 Kilo ungefähr. Ja, Training. Wir haben jetzt gerade unseren Pullover ausgezogen und die Jacken angezogen, dass es nicht zu warm ist und wir nicht nass werden. Weil es regnet jetzt schon eine ganze Weile, ist ein bisschen stärker geworden jetzt. Wir wollen natürlich nicht nass werden. Ja, jetzt sind wir gerade auf der Suche nach einem kleinen Plätzchen, wo wir ein bisschen was frühstücken können. Weil wir schon seit heute Morgen unterwegs sind um 10 und jetzt langsam hungrig sind und wollen wir was essen. Genau, bis gleich. Bis gleich. Da, wir haben uns jetzt ganz regenfest gemacht, weil der Regen kam jetzt schon doller rein. Natürlich sind wir noch im Wald, so schlimm ist es nicht. Aber gerade eben saßen wir an der Lichtung beim Essen kurz, beim Frühstücken. Und da hat uns überrascht, darum haben wir uns jetzt gleich ein bisschen angezogen, weil ich bin ein bisschen feucht geworden bei Rumsitzen. Kann jetzt ein bisschen unter dem ganzen Zeug ein bisschen trocknen. Ja, den kleinen Wasserfall haben wir jetzt gerade mitten im Wald entdeckt. Sind noch gar nicht so weit gelaufen. Sieht echt cool aus, ne? Wetter ist wieder ein bisschen besser. Poncho haben wir ausgezogen. Jetzt geht es mit der normalen Kleidung wieder weiter. Unsere ersten Kirschen. Und? Lecker. Auch voll süß, wa? Ja. Juni. Da fallen sie gleich runter.
Hier Straße und hier Stausee. Scheinen irgendwelche Kinder gemacht zu haben, wa? Ja. Hier ist eine Plattform. Ist gemütlich da oben? Ja. Deine Brotzeit könnte man auf jeden Fall machen. Eine Brotzeit? Sehr gut. Ja, nee. Vom Gewicht habe ich da auch ein bisschen Angst. Das hier übrigens ist ja auch was zu essen. Das ist der Spitzwegerich. Kennt ihr vielleicht aus Hustensäften? Ja, es regnet wieder. Wir haben uns wieder ein bisschen mehr angezogen. Haben jetzt schon so 15 Kilometer ungefähr geschafft. Ein bisschen verlaufen und so weiter alles, aber gut, scheiß drauf. Jetzt weiter. Ich fühle mich schon angefressen, aber. Den nehmen wir uns mit. Ja, hier müssen wir jetzt durch. Miri stimmt nach vorne, sie ist ja hier aus der Gegend. Aber ich aus Flachländer brauche gar nicht mehr, um hinterher zu kommen. Alter Schwede. Ja, und es ist nur ein kleiner Mini-Berg hier. Aber gut, dafür sind wir draußen, um zu üben, voranzukommen. Man sieht uns beide am Laufen. Jetzt geht es mal wieder bergab zum Glück. Ja, wir haben jetzt den Fränkischen Gebirgsweg erreicht. Ist auf jeden Fall um einiges aufregender schon. Viel bergauf, bergab und viel dünnere Wege. Uriger und schöner. Ja. Der Fränkische Gebirgswanderweg macht seinen Namen alle Ehre. Wir haben ja schon nur einen Rucksack bei und auch Minimalgewicht. Naja, minimal heute ist schon ein bisschen mehr als sonst. 15 Kilo schätzungsweise. Aber wir tauschen ja immer wieder. Na, ratet mal, es regnet wieder. Ja, Gamaschen sind schon einiges besser als so eine Regenhose, ich dachte echt, Regenhose, Regenjacke passt, aber Gamaschen und Poncho und gute Schuhe sind wohl das Beste, was man machen kann.
so eine schönen Annehmlichkeiten würden wir ganz schön warm nehmen, aber wir machen es nicht, weil wir wollen das ja alles autark machen und so gehen wir eigentlich alle unsere Touren an. Nehmen wir mal Essen mit, das passt. Ja, in der Natur findet sich ja auch genug. Ja, gerade im Sommer, wir freuen uns schon. Ja, wir motivieren uns gerade schon, indem wir uns erzählen, was wir alles Schönes gesehen haben heute und alles. Weil wir haben es jetzt schon 18 Uhr und... Wir sind schon acht Stunden unterwegs. Ich muss mal zu Hause auch nachrechnen. Ich glaube, so 25 Kilometer oder was wir gesagt hatten, das kann nicht stimmen. Nee. Das muss auf jeden Fall mehr sein. Auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Im Moment sind die Füße das Schlimmste, ja, weil sie nass sind und wir nicht die gescheitesten Schuhe anhaben. Sie noch bessere als ich, aber gut. Ach, darüber müssen wir. Ja. Wir haben vorhin nicht so ein bisschen im Kreis gelaufen, sind wir schon ein Stück weiter, aber ja, so ist es. Haben wir die Rotmannquelle erreicht? In diesem Moment haben wir die Rotmannquelle erreicht. Wartet ab! Da, 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 da. Erwartet nicht zu viel, Freunde. Das ist der Rotmann. Da ist er. Das ist er doch, oder? Mein Liebling. Ja, das ist der Rotmannwanderweg, ja. So. Die Füße, meine sind genauso im Arsch. Da auch komplett nass. Schaffst du das, alte Frau? Oh. Ja, wir sind. Achso, wir mussten aufs Handy wechseln, nur mal so, weil Akku ist alle mal wieder. Aber so ist es halt, wenn man als Stadtkind raus will in die Natur. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind jetzt hier am Bahnhof in Greußen angekommen. Die letzten Kilometer waren noch richtig, richtig heftig. Also schmerzt alles. War auf jeden Fall eine ordentliche Tour. Hat Spaß gemacht, aber. Ja. Anstrengend, aber war lustig. Ja. Hinter der Kamera ist auch der Weg, wo wir letztens lang gelaufen sind. Das Video können wir euch dann hier einblenden. Ist auch ganz interessant. Ist auf jeden Fall schöneres Wetter gewesen und nicht so weit. Also von daher. Ja. Aber es war schön heute. Fazit? Fazit von heute? Für so lange Touren auf jeden Fall bessere Schuhe. Es war richtig grenzwertig jetzt auf Ende hin. Meine Füße sind komplett nass. Und vielleicht auch das Gepäck auf zwei Rucksäcke aufteilen. Wäre vielleicht auch noch mal besser. Ja. Ansonsten ja, haben wir schöne Tiere heute gesehen. Zwei Rehe, drei Hasen und einen Fuchs sogar noch in der Stadt, in Bayreuth. Ja. Ja. War schön. Jetzt warten wir auf den Zug. Und dann geht's nach Hause. Das haben wir jetzt hier gerade noch in der Stadt entdeckt. Und dachten, das zeigen wir euch jetzt einfach noch schnell, bevor es jetzt nach Hause geht. Wir sind nämlich jetzt fast zu Hause. Wollten wir euch noch mal zeigen, was wir denn heute genau für eine Tour gelaufen sind. Ich weiß, das Licht ist jetzt nicht das Beste, aber wir wollten es noch aufnehmen. Und zwar, hier ungefähr wohnen wir. Dann sind wir hier erstmal aus der Stadt raus. Und dann hier. Hier. Hier entlang. Da war die Rotmannquelle. Und dann noch hier. Bis nach Greußen zum Bahnhof. Ja, genau, das war jetzt unsere Tour heute. Schauen wir nochmal genau nach. Wir sind natürlich neugierig,
wie viele Kilometer wir jetzt da heute gelaufen sind, und das werden wir euch dann noch sagen.